Es ist wieder Zeit für. Hier ist der T-Gamer mit der T-Gamer News. Moin Friends, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung von den guten alten T-Gamer News, die einmal im Monat kommen, was eigentlich viel zu wenig ist, aber ich habe trotzdem kaum was zu erzählen. In diesem Sinne, ja, bestes Format auf diesem Channel, wo ich wieder mit meinem Handy aufnehme. Da oben ist eigentlich die Webcam, die ich immer benutze, und hier unten ist jetzt mein Handy, also ist ein bisschen anders, ist ein bisschen neu, ich sehe mich die ganze Zeit an. Hallo Tobi, sehe ich hässlich aus. Ja, auf jeden Fall gibt es heute wieder doch einen oder anderen Punkt und ein bisschen wichtiger vielleicht auch, einen wichtigeren Punkt. Und ja, wir reden einfach mal so ein bisschen allgemein wiederum, ne? Wisst ihr Bescheid? Wir fangen natürlich wieder an mit dem YouTube-Technischen. Wie gesagt, vor 4 Wochen kamen wieder die letzten News. Ich nehme es gerade schon 17.17 Uhr auf, das heißt, es kommt ein bisschen später dieses Video, aber es soll heute noch kommen am Sonntag. Ist ganz wichtig. Und ja, seit der letzten News ist nicht so viel passiert. Naja, okay, doch. Es ging doch ein bisschen was ab. Man muss schon sagen, der März, der lief jetzt schon relativ gut, was Video-Output angeht. So normal. Wir hatten wieder Mario Kart, hatten wir ganz viel. Ist ja gestartet kurz vor der letzten News, wo ich ja Road to DLC gemacht habe. Das ist auf jeden Fall gestartet und das wurde komplett durchgezogen. Nicht so viel gedacht, weil eigentlich war ja gedacht, dass 20SM auch noch kommt, aber das war dann doch ein bisschen viel, weil das ja fast täglich hätte kommen müssen. Und auch noch die anderen Projekte, das wurde nix, Friends. Das war leider nicht möglich. Aber ich konnte noch den Spiegelcup durchziehen, wo dann auch relativ close war, weil der DLC dann rauskam, wo ich den Spiegelcup-Projekt da abgeschlossen habe. Das heißt, an dem Tag kamen irgendwie sogar 2 Videos, genau, da kam dann der erste DLC-Part und der letzte Mario Kart 8-Part, obwohl ich Schule hatte. Nicht schlecht. Ansonsten ging ganz normal DK weiter, was dreimal kam. DK kam dreimal. Und Splatoon kam wieder 2 Parts. Was ja dann auch wieder eine Rückkehr quasi war von Splatoon. Das wurde ja länger nicht gebracht, aber das ist schon wieder länger her, was da. Es ist was Besonderes, das Projekt. Dann noch Captain Toad, aber der musste auch ein bisschen leiden. Da kam auch lediglich nur 3 Parts. Der Rest war nur MK. Mal gefühlt nur MK. Und natürlich das neue Kirby-Spiel, was am Freitag rauskam. Und genau. Nochmal kurz davor gesagt, der DLC von Mario Kart 8, da kamen direkt 2 Parts kurz. Ich will leider doch nicht. Die haben beide 10 Likes, wow. Der DLC hat beides mal 10 Parts. 10 Parts, 10 Likes. Ich habe dann doch nur entschlossen, dass ich nur 150 zeige. Ja, Spiegel vielleicht mal irgendwann, keine Ahnung, aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade gibt es noch genug andere Projekte. Und ja, der wäre auf jeden Fall sehr wild. Dann kam ja Kirby am Freitag raus und das haben wir jetzt auch schon 3 Parts hochgeladen. Stand jetzt. Was nicht normal ist. Was nicht normal ist, ist, dass Part 2 mehr Likes hat als Part 1. Und gleich viel Aufrufe. Das finde ich irgendwie gerade ein bisschen funny. 8 Likes hat Part 2 und 7 Likes hat Part 1. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber okay. Es ist okay, es ist nice, es kommt gut an. Kommentare jetzt weniger, aber ich habe gerade einen von Libidon gesehen. Es will. Kommt dann beim nächsten Part vor. Und ja, genau, wir hatten noch ein Special-Video, so quasi ein bisschen Special mit Splatoon, wo wir mit Justin gespielt haben, wo er aufs Facecam hat und so. Das war sehr wild. Ja, jetzt habe ich wieder den Faden verloren, weil ich ständig cutten muss, weil ich immer welche Geräusche draußen höre. Das macht mich so fertig. Auf jeden Fall habe ich ja das ganze Zeug erwähnt mit dem Special-Video mit Justin. Das war wild mit der Facecam, wo wir da ein bisschen zusammen hatten. Das war mal was Neues, ein bisschen was Neues. War auf jeden Fall wild. Demnächst kommt da was mit David vielleicht. Mit dem Löwenherz. Haben wir was vor, irgendwie mal Splatoon aufzunehmen oder so. Gucken wir mal. Und ja, genau, das war's zum Video-Output. Ich habe schon 8 Minuten Aufnahme und weiß nicht, wie viel ich rauskarten muss. Das ist natürlich stark. Ja gut, nee, warte mal. Was man noch sagen kann zu dem Mario Kart 8 Projekt, war ja komplett Themenprojekt. Alle 12 Parts hatten ein Thema. Und das war sehr wild. Das hat euch auch gejuckt, muss man schon mal so sagen. Es gab einzelne Parts, die haben richtig viele Kommentare und so bekommen. Das hat mich sehr gefreut, das war sehr wild, da habt ihr auch, da konntet ihr auch ein bisschen was mit anfangen, ne? Mit den Themen, das hat euch dann wahrscheinlich anscheinend gejuckt, das war sehr wild. Ja, hat mich gefreut?
Und ja. Vielleicht kommt auch irgendwann demnächst nochmal. Nicht demnächst, aber irgendwann. Nochmal ist ein Themenprojekt, müssen wir mal schauen. Aber ich habe jetzt mal die Hauptthemen ja mal so gesagt, würde ich sagen, oder? Ich hatte die Hauptthemen. Denk schon. So, dann außerhalb vom Video-Output. Jetzt kommen wir so ein bisschen Hauptpunkt von der News. Denn ich habe so wieder überlegt und ich weiß nicht. Ich fühle den Content gerade nicht mal so. Es ist schwierig. Ich meine, ich krieg kaum neue Leute, so gut wie gar nicht. Kommentare kaum. Ich meine, die Aufrufe und Likes sind ja voll okay. Aber ich weiß nicht. Ich fühle das nicht mehr so langsam. Es ist echt schwierig. Aber ich habe irgendwie Bock zu schneiden. Aber wenn ich dann schneiden muss, dann kommt so lange nichts und das macht mich fertig. Und dann gehen auch so Projekte nicht mehr, sondern eher so Sachen wie David und Mimi machen mit irgendwelchen random Games, die man mal zockt. Aber ich weiß nicht. Es ist so schwierig. Ich will schneiden. Irgendwo will ich aber auch nicht schneiden. Irgendwo will ich aber auch aktiv sein. Das ist echt so ein Gedanke. Ich würde mich freuen, über was du sagst in den Kommentaren. Auch mal irgendwie so Vorschläge, was man dann an Content noch so machen könnte. Irgendwas mit Gaming oder so. Was euch dazu mal einfallen würde. Denn vielleicht kriegt man auch so den ein oder anderen neue Person, weil ich mache jetzt seit 5 Jahren YouTube und habe nicht mal 400 Abos. Das ist schon ein bisschen belastend. Ja, da würde ich auf jeden Fall mich freuen, wenn da irgendwelche Leute mal schreiben, was man so machen könnte. Es ist echt schwierig. Ich will schneiden, aber ich will auch nicht schneiden. Ich will aber auch aktiv sein, und wenn ich schneide, kann ich nicht aktiv sein. Boah, das ist. Aber jetzt hat erstmal Kirby angefangen. Boah, das ist echt, was ich so hab von seit kurzem so ein Gedanke. Was man da machen könnte, ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Und außerdem, was auch ein neuer Punkt ist, ich habe mir nämlich überlegt, einen Namen Umbenennung zu machen. Vielleicht mache ich dann auch mal ein neues Profilbild. Ohne diesen Avatar. Weil ich kann diesen Avatar bald nicht mehr sehen. Und alle haben ja so ihr eigenes Face als Profilbild. Gucken mal, was ich da so machen könnte. Müsste ich noch schauen. Aber auf jeden Fall als neuer Name möchte ich ja das D wegmachen. Dass ich nur noch T-Gamer heiße, ist knackiger, ist einfacher, mich bin leichter zu finden. Und meinen anderen Kanal, der T-Gamer schon heißt, den nenne ich einfach ein T-Gamer Archiv um oder so, weil ich da meine ganzen Livestreams auf privat hochlade. Ja, da würde der Kanal T-Gamer heißen und wäre einfach knackiger und wäre mal ein bisschen frisch, ein bisschen neu. Ein Ticken, neuen Ticken. Und das ist einfach besser. Das hat nämlich nur Vorteile gefühlt. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich machen will. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält, aber ich würde schon machen. Auch ziemlich bald. Das mit dem Upload-Plan funktioniert auch nicht so gut in letzter Zeit. Ich vergesse immer abzudaten oder was reinzuschreiben. Ist schwierig. Ich vergesse halt einfach. Ist halt so. Aber was seit der letzten News passiert ist, kommen wir so ein bisschen von YouTube weg. Ich habe ein LAN-Kabel tatsächlich hier bekommen. Was noch nicht ausgereift ist. Da kommt noch ein neues und richtig gut gescheit hin. Das funktioniert auf jeden Fall relativ gut. Das schmeckt. Das hört nicht auf zu funktionieren. Genau, und eine Beleuchtung habe ich auch. Die müsste man halt nur irgendwann mal gescheit hinmachen. Das ist halt schon eine Sache. Ich weiß noch nicht wirklich, wie das dann so anstellen soll. Vielleicht wird das irgendwann mal was. Das wäre ein cool, etwas so im Hintergrund ein bisschen Beleuchtung. Das sind nur einfache Lichtstreifen, aber das ist chillig. Das ist chillig. Streams kamen leider auch nicht so viel. Ich habe aber jeden Samstag eingebracht, nur jetzt am Samstag nicht. Aus Gründen. Ja, da habe ich dann Kirby aufgenommen. Aber ich habe echt Bock zu streamen. Muss man schon mal sagen. Der ein oder andere Stream kam. War auch wild. Hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe auch mit Johnny und David und Colin Mao Party Stream gehabt. Ich weiß nicht, ob das vor der letzten News war oder nicht. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. So Streams. Streams machen schon Spaß. Vor allem, wenn auch noch Leute zuschauen und so und was abgeht. Das macht sehr viel Spaß. Außerdem bin ich auch noch auf Twitter letzter Zeit ein bisschen aktiver geworden. Ich weiß nicht, wie man da Follower kriegen soll. Ich verstehe es nicht. Alle so Brian, Anton und was weiß ich, wie mir noch einfällt. Auch diese Leon Meister. Die haben alle so viele Follower auf Twitter. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ja, absolut keine Ahnung. Allgemein, Brian habe ich ja ein bisschen viel zu tun. Also ich schreibe bei ihm und seinen Tweets relativ viel. Ich schaue auch sehr viel bei ihm rein. Muss man schon mal sagen, der macht guten Content. Wie ich mal so anmerken. Der Brian, der Paper Toad. Und ja, das ist relativ chillig gerade auf Twitter.
Auch wenn da gerade die letzte Zeit diese Krise, diese gefühlte Krise mit dem bestimmten YouTuber kam, wo auch Domtendo bei dem kommentiert hat und alles. Das war relativ spannend am Wochenende jetzt. Aber ich will eigentlich langsam nichts mehr von dem hören. Wie ich mal so gesagt habe. Genau, dann mal weg von dem Social Media Zeug, was man noch so privat sagen kann. Diese Woche, von Montag bis jetzt, von Montag bis Freitag und halb, die war ein bisschen belastend. Ich glaube, das war die schlimmste Ausbildungswoche bis jetzt. Ganz einfacher Grund, ich war alleine. Wir haben ja so ein Großraumbüro. Und wir haben unseren Tisch. Also so mehrere Tischsitzplätze und so. Und da gibt es dann noch so einen hinteren Raum, wo ich dann sitze, mit einem anderen Azubi und einem Ausbilder und noch einem. Da sitzen wir dann so in einem quasi Eck. Und ich war gefühlt alleine, weil alle entweder krank waren, im Homeoffice oder Urlaub der eine. Ich war mit einem anderen noch... Okay, wir waren zwei Azubis. Aber das war so belastend. Ich habe 24 Stunden gearbeitet, ohne ein Wort zu sagen gefühlt, außer am Telefon halt. Ja, und ein paar Mal Hilfe, aber ich habe niemanden gehabt, wo ich irgendwas labern kann. Das war schwierig. Und das Allerschlimmste, ich habe dann auch noch so zwei richtig dumme Fälle bekommen. Wo jetzt keiner was für kann, aber ist halt so. Da, beim anderen hatte der PC keinen Bock mehr, beim anderen hatte die letzte Laufwerke keinen Bock mehr. Jetzt hat meine Stimme langsam keinen Bock mehr, was soll denn jetzt? Ist okay, Stimme. Ist okay, dass du jetzt Faxen machst. Auf jeden Fall war das sehr belastend für mich. Dumme Fälle und alleine. Und ich musste Kollegen nerven, weil eben die dummen Fälle, weil ich da eben kaum weiterkam. Und es war einfach relativ viel los für das, dass so viele Leute gefehlt haben. Das war schwierig. Aber deshalb nächste Woche nicht wieder besser. Die sind alle wieder am Start, hoffe ich. Sonst werde ich noch behindert. Genau. Dann habe ich heute angefangen mit Sport tatsächlich. Ich will ja bei einem Firmenlauf mitmachen. Und ich habe mir Laufschuhe gekauft. Und bin halt zum ersten Mal gejoggt. Gefühlt zum ersten Mal im Leben. Richtig gejoggt. Mit einer Distanz. Gefühlt. Zum ersten Mal. Und das war mal was Neues. Ich bin gefühlt gestorben. 5 Kilometer. Meine Beine tun weh, mir tut alles weh. Es war... Wenn man das übt und das kann, dann wird es ja wild. Aber... Ich habe auch Bock, das so ein bisschen auf meinem Privataccount zu dokumentieren. An meinem privaten Insta-Account. Und ja, das ist was Neues. Bisschen joggen. Bisschen Sport. Schwichtig. Vor allem, wenn man IT macht. Ja, genau. Außerdem war ich auch noch beim Friseur, aber das ist nur so ein kleiner Punkt. Und ja, sonst habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr groß aufgeschrieben. Ich labe auch eigentlich nur noch im heißen Brei. Sonst ist alles schön normal. Ausbildung, YouTube. Außer diesen Punkt mit dem Content. Ja, machen wir einfach mal so weiter. Manu macht immer noch wilde Thumbnails. Genau. Mehr gibt's im Großen und Ganzen nicht zu sagen, auch wenn ich mich freuen würde, wenn der ein oder andere mal ein Video kommentieren würde. Machen nicht so viele leider. Und wenn halt mal allgemein Leute kommen. Ist das schön. Ja. Wäre einfach schön. Es wäre einfach schön, ich kann nichts anderes sagen. Und Discord ist auch relativ inaktiv, aber das stört mich irgendwie gerade kaum. Das ist irgendwie nicht mein Problem. Dann Discord ist komplett inaktiv. Das ist aber gefühlt nichts. Ich habe auch kaum Kontakt und so. Keine Ahnung. Ja, kann man nichts tun. Auf jeden Fall. Guck mal, was in der nächsten Zeit so passiert. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Das war's mit der News. Ja. Genau. In diesem Sinne. Sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Hau rein, noch einen schönen Tag, dein T-Gamer und